Hallo, ich bin Nelina Emmer vom KSV KJÖ, dem Kommunistischen Studentinnenverband, und wir treten dieses Jahr zu den OHA-Wahlen bei der BUKO an. Wir sind für eine freie, solidarische Hochschule und setzen uns klar gegen jegliche Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren ein. Dafür braucht es eine Ausfinanzierung der Hochschulen, beispielsweise über Vermögens- und Erbschaftssteuern. Außerdem braucht es die Ausfinanzierung der Hochschulen, um beispielsweise in nachhaltige Technologien investieren zu können. Wir sehen unsere ÖH-Arbeit in drei Säulen. Unsere erste Säule besteht darin, dass wir wissen, dass Anträge wie ein Wunschzettel ans Christkind nicht reichen, um unsere Interessen durchsetzen zu können. Wir brauchen eine starke Öffentlichkeit und eine Studierendenbewegung, die Druck auf Entscheidungsträgerinnen aufbauen kann und unsere wichtigen Forderungen durchsetzen kann. Unsere zweite Säule besteht in unserem Anspruch, Allgemeinpolitik nicht gegen Servicepolitik ausspielen zu können und zu müssen. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal in der ÖH. So haben wir beispielsweise die Verlängerung des Corona-Härtefallfonds erwirken können und bieten diverse Rechtsberatungen, beispielsweise in puncto Wohnen oder Arbeitsrecht, an. Wir glauben, dass ÖH-Gelder sinnvoll genutzt werden sollten und müssen. Als dritte Säule sehen wir unsere Rolle ganz klar in der Opposition und schauen den Fraktionen der Exekutive auf die Finger. In dieser weltweiten Pandemie haben sich für uns Studierende viele Probleme aufgetan. Prüfungen haben nicht stattgefunden, Lehrveranstaltungen wurden nur schlecht oder gar nicht angeboten und viele haben ihren Nebenjob verloren. Aus diesem Grund fordern wir seit Anbeginn der Krise die Rückerstattung der Studiengebühren für alle Corona-Semester. Wenn auch du eine starke, unabhängige und linke Fraktion in der ÖH haben willst, wähle den KSV KJÖ vom 18. bis 20. Mai bei den ÖH-Wahlen. Lieblingsvorlesung? Makroökonomie. Vorbild? Oh, schwierig. Ich selbst. TÜVI? Cool. Studiengebühren? Schlecht. ÖH-BOKU? Ganz cool. Kann man noch was verbessern. Zoom-Meetings? Eher zach. Lebensmotto? Bei anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Digitalisierung? Mit Vorsicht genießen. UG-Novelle? Schlecht. Nachhaltigkeit? Wichtiges Thema, muss man angehen.